Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leitwolf Training 30 Minuten. Ich habe heute Besuch von Sabrina aus Miltenberg. Hallo. Die Zeit läuft. 30 Minuten hast du Zeit, mich mit deinen Fragen zu löchern. Leg los. Das. Okay. also ich habe zwei Hunde, zwei Mädels, einen Beagle und einen Deutsche Dogge. Mhm. Und ich bemerke, wenn die jetzt zum Beispiel also Pit machen, dass der Beagle immer bei der Deutschen Dogge drüber macht. Mhm. Aber nicht andersrum. Hat das irgendwas zu sagen? Könnte was zu sagen haben. Ja, ich beobachte das bei meinen beiden Hündinnen auch. Okay. Das ist immer die Kleine, die bei der Großen drüber markiert. Ja. Erklärung? Keine Ahnung. Doch, es gibt eine Erklärung. Also, ich würde mal über meine Hunde gehen, weil die, da weiß ich ungefähr, woran das liegt. Ja? Bei meinen Hunden liegt es daran, dass ich meiner kleinen Hündin in der Welpenzeit viel zu viel Raum gegeben habe. Mhm. Ja, und mit diesem Raum war die total überfordert. Ich habe es damals noch interpretiert und gesagt, die läuft mit der Großen über die Wiese, die freut sich, die läuft da nicht weg und so weiter. Mhm. Bis der erste Hase hochgegangen ist, dann war sie weg, ja, mit einem halben Jahr. Und dann habe ich auch angefangen umzudenken. Und ich glaube, dass meine kleine Hündin aufgrund dieses Raumes, den sie zur Verfügung hatte, viel zu viel Verantwortung bekommen hat für das, was sie eigentlich leisten kann. Okay. Ja? Und ich habe den Eindruck, dass dieses Drüberpinkeln bei der Großen so eine Mischung ist aus, ich muss das auch machen, ich muss hier auch was tun. Mhm. Ja? Und gemeinsam pinkeln gehen bedeutet die Gruppe stärken. Aha, okay. Ja? Gut. Also es ist auch eine Form von gruppenförderndes, gruppenbindendes Verhalten. Okay. Und ich glaube, diese zwei Anteile hat das. Jetzt müsste ich ein bisschen mehr von deinen Hunden wissen, mhm, oder über deine Hunde wissen, um Rückschlüsse zu ziehen, passt das bei euch auch so oder nicht? Ja, 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 ja. Nur ich weiß ja auch selbst nicht, wer ist da irgendwie im Rang höher, mhm, oder ich erkenne das auch nicht. Also, was hast du denn für einen Eindruck, wer ist im Rang höher? Ich kann es ja nicht sagen. Ich habe wie Hundehalter bekommen wir immer mal so, der Hund, der zuerst dann fressen darf oder... Nein. Also ich kann es ja nicht sagen. Mhm. Wer kümmert sich denn mehr um die Gruppe? In welcher Form? Wenn die anderen Hunden begegnet draußen. Begegnen wir nicht. Okay. Ich wohne so abseits. Okay. Wer legt sich eher zu dem anderen hin im Wohnzimmer? Wer geht eher die Kleine zur Großen. Ja, dann ist die Große die Ranghöhere. Okay. Sehr gut. Würde ich sagen. Also es sind Indizien. Ja? Also ich kann jetzt nicht aus der Ferne sagen, ja, ist alles klar. Aber das spricht schon sehr dafür, dass die Kleine den Anschluss an die Große sucht, mhm, weil sie bei der Großen Sicherheit bekommt. Und es könnte sein, dass es eine ähnliche Thematik wie bei meiner Kleinen ist, die mit bestimmten Dingen im Außen ein bisschen überfordert ist. Mhm. Das muss jetzt nicht hochdramatisch sein, dass der Hund Wahnsinns-Stresssymptome zeigt. Ja, das spielt sich oft auf seiner feinen Ebene ab. Aber das Thema Raum, gerade bei kleinwüchsigeren Hunden in der Welpenzeit und viel Freiraum, mhm, ja, sehr, sehr ungesund für die, okay, Entwicklung des Hundes. Ja, ich denke, das hat es auch gekriegt. Ja. Und dann noch der Beagle, ne, der sowieso nach außen drängt und eher so, ja, ja, nach, ja, vorne denkt. Das ist tricky. Okay. Ja. Okay, gut. Ja. Dann geht's weiter. Gassi gehen ohne Lecker. Ja. Ich weiß. So nicht schwierig. Sagst du so als Profi, genau, ja. Ich meine, ich kann auch, also wenn ich gerade auch mein Beagle verstärkt, ist ja laufende Mülleimer, wenn sie weiß, dass ich was dabei habe, also hört sie wie eine Bombe. Mhm. Da lässt sie jedes Reh stehen, mhm, für, mhm, kriegt es aber mit, dass, mhm, ich nichts dabei habe. Mhm. Durchzug. Ich, ja, komme mal so, ja, aber auch erst in 5 Minuten. Mhm. Keine Windung oder was? Oder wie? Oder? Nee, anerzogen. Das ist eine anerzogene Problematik. Das ist was Erlerntes. Aha. Der Hunde beobachten die Abläufe, die wir vorgeben. Mhm. Ja, und wenn irgendwas von dem Ablauf abweicht und der Hund steht ohne Erwartung auf ein Leckerchen da, mhm, dann sagt er, interessiert mich nicht, lohnt sich nicht. Genau. Ja? Das ist ganz einfach erlernt. Der Punkt ist, es gibt jetzt so zwei Szenarien. Das eine ist, hätte Fahrradkette. Ne? Mhm. Hättest du das von Anfang an ohne Futter gehabt, mhm, dann hättest du eine Bombenbeziehung zu deinem Hund. Okay. Ja? Fängst du jetzt an, das Futter abzubauen, stehst du erstmal vor einem ganz schönen Dilemma. Mhm. Du siehst nämlich, welche Bedeutung du für den Hund hast, wenn du kein Futter dabei hast. Nämlich keinen, oder wie? Ja, keine, aber nicht, weil du keine Bedeutung hast, sondern weil der Hund in seinem erlernten Verhalten drinsteckt. Okay. Das hört sich ja schon mal besser an. Genau. Nein, du hast eine Bedeutung. Gut. Wir müssen einfach, wenn wir mit Verstärkern arbeiten, wie Spielzeug oder Futter, mhm, ja, dann reicht es nicht, den Hund für das, was wir wollen, zu belohnen.
um erwünschtes Verhalten zu fördern, mhm, sondern wir müssen uns auch das drumherum anschauen. Ganz einfaches Beispiel. Dein Hund läuft vor, du rufst ihn, mhm, wenn er abgerufen wird, kommt er, sitzt vor, bekommt fürs Zurückkommen ein Leckerchen. Nur mal als Beispiel, mhm, ja? So, jetzt gehst du mit dem Hund spazieren und der Hund ist sehr futtertriebig, mhm, ja? Und auch noch pfiffig und kreativ dabei und fragt sich, was habe ich gemacht, um das Futter zu bekommen? Frauchen hat mich gerufen und ich bin zurückgekommen. Mhm. Jetzt kommt die nächste Frage, was muss ich machen, um gerufen zu werden? Okay. Ja, dann stellen Hütehunde, sind da absolute Spezialisten drin, die stellen eine Situation her und zwingen ihren Menschen zu einem Kommando, was sie ausführen dürfen, damit sie an das kommen, was ihnen wichtig ist. Das ist verdammt schlau. Das ist tricky. So, und jetzt, das ist jetzt noch ein harmloses Beispiel. Ja? Mhm. Dieses Wissen mache ich mir natürlich zunutze, wenn ich Hunde ausbilde in irgendeinem Bereich. Wir machen es halt im Lightwolf Geocaching oder im Apportiertraining oder sowas. Da spielen mir diese Erfahrung und das Wissen um richtiges Training natürlich in die Karten. Mhm. Und da setze ich Futter oder Verstärker natürlich sehr gezielt ein, um es dem Hund leicht zu machen, zu verstehen, wie kommst du an dein Ziel, was dir wichtig ist. Ja? Ja. Wenn ich das jetzt aber im Alltag mache, da wo ich eher führen müsste, statt den Hund zu dressieren, mhm, ja, und die Kenntnis nicht habe und nicht weiß, was ich damit anrichten kann, global, mhm, ja, dann stehst du plötzlich vor dem Thema, mit dem du jetzt hier bist und sagst, wenn ich jetzt das Futter weglasse, ist die auf Durchzug. Genau. Ja? Und das ist der schwierigste Part für mich im Training mit dir dann, mhm, dass ich dich erstmal durch dieses Tal der Tränen durchführe und sage, am Anfang wirst du wirklich vor der Erkenntnis stehen, die bitter ist. Ja. Ja? Gleichzeitig ist es aber nichts Persönliches zwischen dir und dem Hund. Das ist ja schon beruhigend. Genau. Ja. Und trotzdem wird es schwierig. Und dann kommt noch die Rasse mit dazu, ja, der Beagle, der jetzt nicht unbedingt der Schäferhund ist, der neben dir läuft und wartet, was du als nächstes für ihn zu tun hast. Ja. Da kommen dann ein paar Faktoren rein, wo ich sage, da hast du dir eine schöne Aufgabe kreiert, okay, um als Hundehalter in deinem Weg, auf deinem Weg wachsen und dich entwickeln zu können. Super! Also ich habe es mir dann nochmal richtig schnell gemacht, so ungefähr. Ja. Ja. Es gibt Menschen, die brauchen es eher steinig, weil sie sagen, leicht können andere. Ja, super. Okay, dankeschön. Vielleicht gehören Beaglehalter dazu. Ja, aber ich habe es auch von der Züchterin so, weil mhm, Beagle war mein erster Hund, und Züchterin mhm, hat gehört, immer schön die Leckereien, dann kommen sie auch immer mhm, und war ohne viel Information. Ja, ist nicht so ganz mein Thema. Ja, okay. Nasenstupsen. Nasenstupsen? Ja. Der Hund an dir. Die Hunde untereinander mhm, und auch die Hunde an mir. Was bedeutet das? Das ist eine Form von Zuneigung, Beschichtigung, Besänftigung. Also was Positives. Ja, sehr. Gut, weil ich ja habe mir auch schon gedacht, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt die fütter mhm, und dann ist die Kleine, sitzt halt vor mir, ne, mhm, und dann stupst sie mich mal. Mhm. Da kam mir so vielleicht sofort, dass sie irgendwie sagt, so, gib mir mal das Futter jetzt. Ne? Könnte daraus entstanden sein, aber ursprünglich hatte es mal eine andere Bedeutung. Okay. Ja, aber jetzt reden wir über zwei verschiedene Themen. Ja? Mhm. Es gibt das Nasenstupsen bei einem Hund, der zum Beispiel von seinem Menschen eine Grenze gesetzt bekommen hat. Aha. Ja, also ich würde das jetzt körperaktiv machen, wenn meine Hunde draußen mit der Energie hochfahren und ich möchte das nicht, dann gehe ich halt einen Schritt in den Raum der Hunde, mhm, ja, tritt auf sie zu und sagt, Leute, runterfahren. Ja, und dann kriege ich halt eine entsprechende Reaktion der Hunde zurück. Und wenn ich die Situation dann wieder auflöse, den Druck rausnehme und die Hunde können wieder durchatmen und sich frei bewegen, dann kommt meine kleine Hündin und stupst einmal kurz an die Wade, so tup. So, wie jetzt ist wieder gut, mhm, jetzt sind wir wieder in dem richtigen Modus, ich habe verstanden, was du willst. Okay. Ja? Das wäre jetzt der natürliche Zusammenhang in der direkten Kommunikation, wo es um den Bereich Respekt und Ordnung geht. Ja? Mhm. Das, was du gerade geschildert hast in Verbindung mit dem Futter, hat sich vielleicht losgelöst von der natürlichen Bedeutung dieses Stupsens, mhm, und der Hund setzt es manipulativ ein, weil du irgendwann mal kurz nach dem Stupsen okay gesagt hast und er durfte ans Futter. Okay. Dann ist das so wie Tagetraining. Ja, wenn ich Druck mache, darf ich das haben. Super. Okay. Also im Prinzip so ein bisschen im Alltag selbst konditioniert. Und das ist dann so ein Thema, wo ich lange drüber sprechen könnte, wo sich natürliches Verhalten des Hundes durch Training, Dressur oder Unachtsamkeit des Menschen aus dem natürlichen Kontext herausgelöst hat. Ja. Und dann zeigen Hunde Verhaltensweisen uns gegenüber, die in ihrer Welt was völlig anderes bedeutet haben. Sie haben aber in der Verbindung mit unserem Training gelernt, wenn ich das, was in meiner Welt das bedeutet, bei Menschen so einsetze, ja, kriege ich was ganz anderes. Genau, ja. Und dann ist es meine Arbeit, nicht immer leicht, Menschen wieder dahin zu führen und zu sehen, was hat das Verhalten ursprünglich mal bedeutet.
Wofür steht das Verhalten ursprünglich? Ja. Thema Anspringen. Mhm. Ja, alle sagen, das ist respektlos. Nein, ursprünglich ist das die höchste Form von Demut und Unterwürfigkeit. Mhm. Ja, weil der Hund springt uns an, um an unsere Maulwinkel zu kommen. Ja, das ist nicht respektlos. Ja. Das wird erst respektlos durch unsere falsche Reaktion darauf. Okay. Und da muss ich mich fragen, wer ist denn jetzt respektlos? Der Hund oder der Mensch? Ja. Genau. Lippenlecken. Ja. Das heißt ja eigentlich beschwichtigen, Entschuldigung oder so, ne? Ja, oder einfach eine Unterwürfigkeitsgeste, ja. Eine Unterwürfigkeit, ja, genau. Ja. Weil mein Wiegel merke ich verstärkt, wenn ich jetzt irgendwie schimpf oder es ist irgendwas, die tut ständig Lippenlecken. Und sich selber? Nee, einfach so, ich sag was, zum Beispiel aus, dann leckt sie. Ja. Und dann drehe ich mich rum und zack, macht es wieder. Also es ist nicht so ernst gemeint. Also die Dogge, die macht das auch hin und wieder. Die macht es selten, die Dogge, aber ich schaffe es auch bei ihr. Und ich glaube, das ist ernst bei der Dogge. Aber beim Beagle, die verarscht mich. Also gut, deutsch gesagt. Ja. Ich würde jetzt dem Hund nie was Negatives unterstellen. Aber bleiben wir mal so in dieser vermenschlichen, der Hund verarscht dich. Ja. Also ich sammle ja Indizien, ja, um zu gucken, wie steht es um eure Beziehung. Ja? Ja. Und das sind jetzt schon so 2-3 Themen, die du angesprochen hast, wo ich glaube, dass ihr so ein bisschen so geht, ohne dass du es gemerkt hast. Ja. Ja? Und dass es Zeit wäre, mal wieder ein Fundament zu schaffen für eine natürlichere Form des Miteinanders. Und nicht so eine Hundeplatz-Dressur-Ausbildungs-Erziehungsverseuchte Form. Genau, ja. Ja? Und dann wird relativ schnell vieles deutlich. Also in der Regel ist es dann so, ich mache dich auf ein paar elementare Dinge aufmerksam. Mhm. Ich vermute, zwischen dir und dem Beagle ist es, achte darauf, wie viele Kommandos du gibst und achte darauf, wie oft du sie lobst oder streichelst. Okay. Und in welchen Situationen. Ja, das ist so mein Gefühl gerade. Und es soll alles weniger werden, oder? Genau. Okay. Ja. Und dann mehr managen und mehr wahrnehmen, was eigentlich da ist. Es geht nicht darum, dass es von einem Moment zum anderen besser wird durch das, was ich sage. Es geht darum, dass du überhaupt erstmal wieder siehst, welche Art von Beziehung haben wir denn, wenn ich alles das, was ich mir so angeeignet habe, mal weglasse. Ja. Das ist dann so einmal die Schleier wegnehmen und wirklich gucken, worauf kann ich mich denn verlassen bei meinem Hund, wenn ich kein Kommando gebe. Wenn ich nicht lobe, wenn ich nicht streiche, wenn ich keinen Lecker dabei habe. Genau, ja. Und das wird erstmal anstrengend. Du wirst dann sehen, die 5-Meter-Leine ist noch zu kurz. Da können 30 sein, die wäre immer noch am Ende. Ja? Okay. So, und dann fange ich aber an, mit dir zu arbeiten und sage, nimm doch die Leine als Kommunikationswerkzeug. Dann lass doch mal die Sprache weg und mach doch dem Hund einfach über die Leine klar, wenn du vorwärts kommen willst, geht der Weg über mich, nicht über das. Ja. Nur so als Beispiel. Ja, ja, ja. Und statt an Fuß zu sagen und den Hund zu dressieren, an der Leine zu laufen, bringe ich dir bei, den Hund über die Leine zu führen. Okay. Und in dem Moment musst du nichts mehr sagen, weil es kann ja nichts passieren. Ja. Wenn er weg will, ist er irgendwann am Ende der Leine. Und dann fange ich an, dir zu zeigen, wie du in Kontakt trittst mit dem Hund, wovor du erwartest, dass der Hund mit dir in Kontakt tritt. Okay. Das ist schon schwer genug. Ja, aber das hört sich alles sehr interessant an. Ja. Ja. Aber ein bisschen verwirrend. Verwirrend und Neuland, ja. weil das, was man so alles von vorherigen Hundetrainern gehört hat, ist. Aber ich meine, es war schlimm, was die alle schon mitmachen mussten. Ne? Wie viele Hundetrainer? Das kommt ja dann noch dazu. Das kommt ja noch hinzu. Ne? Genau. Wir armen, unwissende Hundehalter. Ja, ihr meint es ja nur gut. Ja, wir meinen es ja nur gut, aber dann tun wir es wahrscheinlich dann auch nicht immer so richtig machen. Nee, nicht immer. Gerade wegen, weil du die Beziehung angesprochen hast. Also, wir hatten. Sag mal, hast du ja vorhin gehört, mein Dogge Rüde ist vor über einem Jahr vor heute Morgen verstorben. Mhm. Ich glaube, er war der Rudelführer, auch über mich. Mhm. Nachdem ich bei Klaus auf dem Seminar war, war eine schwere Zeit für alle und ich habe nicht mehr geführt. Also wenn ich den überhaupt führe, ne, das ist auch wieder das Thema. Und es haben sich Beißereien entwickelt zwischen den beiden. Zwischen dem Wiegel und der Dogge? Ja. Es fing erst leicht an und dann habe ich natürlich auch dann Angst gekriegt, also Panik. Ja, und ständig war ich, weil ich auch vom Beagle Körpersprache falsch gedeutet habe, glaube ich. Mhm. Und dann bin ich ihn wieder hochgefahren. Ich so, oh mein Gott, und da ist es schon wieder. Und ich glaube, das hat sich übertragen und patz hat es gemacht. Ja. Und es wurde dann so oft und so massiv, dass ich gesagt habe, also ich glaube, die zwei mögen sich einfach nicht. Mhm. Und wenn das nicht geht, dann müssen sie weg. Aber ich wollte es halt auch nicht grundlos weggeben und habe gesagt, wir drehen jetzt Pets nochmal die Arschbacken zusammen. Jetzt hast du 8 Jahre Hund, also ein bisschen was musst du wissen. Mhm. Und du führst nicht, also führe ich. Mhm. Jetzt so seit 8 Monaten keine Beißattacken mehr. Schön. Ich habe das Gefühl, sie liegen öfters zusammen. Die Kleine Schön. Legt sich oft bei der Großen hin. Sie spielen miteinander. Die haben früher nie miteinander gespielt. Super. Wir gehen in die richtige Richtung, oder? Ja, definitiv.
Wunderbar. Ja. Also wenn ich jetzt anfangen würde zu fragen, was du anders gemacht hast, dann übernehme ich plötzlich die Fragerei. Genau. Ja. Ich mir das. Aber irgendwas musst du ja anders gemacht haben. Also da würde ich hingucken, ne, dass du schaust, was hast du anders gemacht? Ja. Ja? Und oft ist es nur sehr, sehr wenig. Und das ist so das, was mir am liebsten ist. Ja. Ja, mit einer Veränderung an der richtigen Stelle den größtmöglichen Effekt erzielen. Und Ruhe und Harmonie und Frieden in der Gruppe in Verbindung mit Spiel, was vorher nicht da war, kann nur der richtige Weg sein. Das sind alle Faktoren, alle Kriterien erfüllt, wo ich sagen würde, weitermachen, nicht großartig was verändern. Sehr gut. Ja. Das finde ich schön. Erleichtert. Dass du das auch so siehst, dass wir auf einem guten Weg sind. Genau. Ja, und auch zu der Dogge hatte ich nicht immer so ein super Verhältnis. Mhm. Und die fängt jetzt auch an, die hat mich also nie abgeleckt oder so, und sie fängt auch an, ins Leften zu lecken und so bei mir. Ich denke, langsam ja. Bindung, Vertrauen. Also genau, letzteres. Ich würde jetzt, in anderen Konstellationen hätte ich vielleicht gesagt, so, da ist irgendwas im Argen. Bei euch würde ich sagen, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass sie Kontakt aufnimmt und sich überhaupt traut, mit dir in Kommunikation zu gehen. Meinst du, sie hat sich nie getraut, eher? Ja, aber nicht, weil sie Angst vor dir hat oder so, sondern weil das Gefüge plötzlich durch den Tod deines Rüden, hat sich das Gefüge so stark verändert, dass jeder mehr mit sich selbst beschäftigt war. Ja, oder ich denke, der Rüde hat mich mal geblockt. Ich denke, der Rüde hat, also ich finde mal sein Frauchen so ungefähr, seine Liebste, und ich denke, der hat immer mich so eingenommen, dass sie gar nicht so die Chance hatte. Ne? Ja, aber das hat nichts mit Angst zu tun oder mit einer schlechten Beziehung, das hat einfach damit zu tun, dass du... Wenn ein Rudelmitglied, unser wichtiges wie der Rüde in unserer Truppe, die Gruppe verlässt oder stirbt, dann dauert es erstmal eine Weile, bis die anderen, die Verbliebenen, sich erstmal wieder neu orientieren. Ja. Ja? Und das braucht Zeit. Und da braucht es dann eben auch einen Menschen, der auch mit der eigenen Trauer trotzdem noch für die anderen da sein kann. Ja, und das war halt viele Monate schwierig. Genau. Ja. Aber jetzt bin ich wieder da. Ist ja auch eine Lernerfahrung. Also ist ja nichts, was ich jetzt so schwarz sehen würde. Ist halt doof für die Hunde gewesen. Also Hunde mögen es überhaupt nicht, sich gegenseitig zu beißen. Und schon gar nicht die, die in einer Gruppe leben. Ja. Aber ist vermutlich ein Thema, was dir so nie wieder passieren wird. Ja, ich bin betroffen. Ja. Weil schön war es nicht. Nee, das glaube ich. Ja. Das muss man nicht haben. Und ich gebe meine Mädels seit diesem Dienstag tagsüber eine Hundekita. Und die Dogge hat am ersten Tag mittags, als die Kleine sich ein Körbchen gelegt hat, hat die Dogge sich davor gelegt, geknurrt und wollte niemand mehr an die Biegel lassen. Das ist jetzt... Nochmal. In der Kita. Erster Tag in der Kita und dann gegen Mittag, ich habe sie morgens abgegeben, hat die Hundetrainerin gemeint, die Kleine hat sich dann ins Körbchen gelegt und die Dogge hat sich vor das Körbchen gelegt und wollte niemand mehr an die Biegel lassen. Hat geknurrt und gerubbelt. Ich meine, das hat die Trainerin dann unterbunden, hat ihr halt erklärt, das geht so nicht. Warum denn das? Das weiß ich nicht. Okay, geht mich nichts an. Okay. Ja, weil kein Ärger halt. Ne? Aber das ist wieder beziehungstechnisch. Das ist gut, ne? Wenn die Dogge die Biegel. Total. Super. Ich meine, das zeigt ja, dass die Dogge ein Verständnis dafür hat, wir sind wir und ihr seid ihr. Okay. Ja? Und wir können miteinander klarkommen, aber wenn wir in unserer Ruhezone sind, ja, dann hat hier keiner was zu suchen. Mhm. Und das sollte man eigentlich nicht unterbinden? Nein. Ja, siehst du, da haben wir jetzt. Also dieses Thema Hundetagesstätte und sowas oder Pension und die Hunde mal zeitweise abgeben, das ist für Einzelhunde ist das noch relativ leicht zu managen. In dem Moment, wo du eine Gruppe abgibst, ja, in eine Gruppenhaltung tagsüber, stellst du deine Hunde wirklich vor eine große Herausforderung. Okay. Ja, weil die ja einerseits möchtest du ja, dass ihr eine geschlossene Gruppe seid. Ja, die sie aufeinander verlassen können. So, und dann gibst du die in eine Huta, in der die Dogge jetzt noch dafür gemaßregelt wird, dass sie das weiterführt, was euch eigentlich wichtig ist. Ja. Ja? Hunde können das lernen, so ist das nicht. Ne? Aber ich habe da so ein bisschen Bauchkrummeln bei, weil liegt vielleicht auch daran, dass ich meine Hunde niemals in eine Pension geben würde, vielleicht aber auch, weil ich es nie muss. Ja, genau. Also, ich würde es auch nicht, wenn ich... Ich verstehe das, das vollkommen. Weil ich denke, bevor wir den ganzen Tag alleine zu Hause sitzen, ist halt auch nicht so das Tolle, ne? Ich kann jetzt nur von mir reden. Ich würde meine Hunde lieber 8 Stunden zu Hause lassen, als in eine Hundetagesstätte zu gehen. Ehrlich? Oder ich würde mir eine Hundetagesstätte suchen, die das genau nach meinem Sinn macht, wo ich sage, da ist Ruhe, da sind die Gruppen. Also wenn ich meine 3 oder 5 Hunde in eine Huta geben müsste, dann wäre meine Bedingung, dass meine Gruppe einen Raum für sich hat und nicht ständig den Kontakt zu anderen. Okay. Und wenn es Kontakt zu anderen gibt, dann würde ich gucken, wem aus meiner Gruppe fällt das leicht und wer braucht es nicht. Okay. Ja, dass ich das auch an den Persönlichkeiten der Hunde festmache. Und ich gehe halt als Trainer immer vom Schlimmsten aus, weil
jemand, bei dem es gut läuft, der wendet sich ja nicht an mich. Ja. Deshalb kriege ich von denen, die ihre Hunde in die Huta geben, immer nur die Katastrophen mit. Ja? Es muss aber für viele Hunde nicht erst zu massiven Problemen kommen, bevor man sich überlegt, gebe ich meinen Hund da wirklich hin oder nicht. Und das ist eher mein Ansatz, dass ich viel genauer hinschaue und viel feiner hinschaue, wo fängt der Stress an, der sich vielleicht am Ende in der Beißerei äußert. Ja. Ja? Und der Stress für die Dogge, die dann plötzlich andere Hunde nicht mehr an deine Hündin, an die Beagle-Hündin lässt, das Problem kam ja nicht erst in dem Moment zustande, als die da lagen und jemand anderes näherte sich an. Da ist ja vorher schon was gewesen. Ja. Nur das hat niemand gesehen. Und das gucke ich mir an. Okay. Und du findest 8 Stunden am Tag alleine gut? Ich finde es nicht gut. Ja, ich nehme mich auch nicht. Ja, ich frage mich, also ich sag mal, wenn ich 3 oder 5 Hunde zu Hause habe, ja, wofür brauchen die eine Huta? Ob die jetzt 8 Stunden alleine in der Huta sind mit anderen Hunden oder 8 Stunden alleine zu Hause als Gruppe. Ja, ich habe gesagt, das sind halt Menschenansprachen, ne? Aber wir sind auch fremd, ne? Ist ja auch so, nix. Genau. Ja. Okay. Ich würde es nicht verteufeln. Ja. Wenn du mich fragst, würde ich das mit meinen Hunden machen? Nein. Okay. Würde ich nicht machen. Gut. Und ich weiß, dass manche Menschen ihre Hunde nur dann halten können, wenn sie eine Huta in der Nähe haben. Aber das ist wieder ein ganz eigenes Thema. Da würde ich jetzt auch niemandem reinreden und sagen, du musst das und das verändern, sonst wird es ganz schlimm, weil da hängen ja noch mehr Faktoren dran. Ich könnte jetzt auch ganz platt sagen, wenn du keine Zeit hast für die Hunde, dann darfst du keine Hunde haben. Das ist ja völliger Quatsch. Ja. Ja? Also damit würde ich dir ein Selbstbestimmungsrecht nehmen. Mit welchem Recht würde ich das sagen? Ja. Wenn du mich aber fragst, wie finde ich das, dann kann ich dich auch nicht belügen. Ja, natürlich. Ja. Weil ich finde es ja auch nicht gut. Und deswegen tust du ja Nikita, ja. Ne? Weil ich mir halt denke, da irgendwie das ein bisschen Action haben tagsüber und dann nicht immer warten. Und klingt ja jetzt auch nicht so, dass es hochdramatisch ist. Es ist nur, wenn du dann zu mir kommst und du möchtest beziehungsmäßig was machen und an den Beziehungen arbeiten, dann ist das für mich natürlich eine wichtige Information. Und da muss ich das auch mit in Betracht ziehen, dass bestimmte Dinge nicht so laufen können, wie es laufen würde, wenn du sie nicht in die Huta geben würdest. Okay. Aber das ist dann eher mein Problem. Da muss ich gucken, wie ich dich halt trotzdem auf den Beziehungsweg bringe. Genau. Aber ich würde dir dann auch immer wieder Hinweise geben und sagen, an der Stelle hier kommt dir dieses Huta-Ding so ein bisschen in die Quere. Mhm. Heißt nicht, dass es gar nicht geht. Heißt vielleicht nur, dass wir ein bisschen kreativer sein müssen oder dass es ein bisschen länger dauert. Okay. Ja. Gut. So. Die Dogge ist sehr nervös. Mhm. Und meine anderen 2 Hunde, also als der Hunde noch da waren, also in meinen, also soweit ich das beurteilen kann, eher ruhig, entspannt, relaxed. Mhm. Was denn? War sie das von Anfang an? Ja. Also ich finde für eine Dogge, weil eine Dogge ist ja ruhig, ausgeglichen, tiefenentspannt, so war der Rüde auch. Mhm. Und sie, es landet Käfer im Garten, rausbahn. Kennst du die Eltern von ihr? Ich habe es gesehen, also aber jetzt nicht. Wie waren die? Weißt du das? Weiß ich nicht. Ich habe es nur mal gesehen. Das wären jetzt wichtige Infos. Ne? Also in dem Moment, wo ein Hund als Welpe schon bei der Halterin sehr nervös ist, frage ich immer weiter zurück, bis zu den Elterntieren. Tut sich das vererben? Also Nervosität, oder? Ja, das wird im Grunde genommen, ein Hund, der gestresst ist, hat eine bestimmte Hormonzusammensetzung im Blut. Mhm. Ja? Und die Mutter, die gestresst ist während der Trächtigkeit, gibt das 1:1 an ihre Welpen weiter. Okay. Ja? Und das könnte eine Möglichkeit sein. Dass die Mutter schon so hibbelig war und... Kann sein. Okay, kann ich da irgendwas machen, dass dieser Hund ruhiger wird? Ja, sehr viel Ruheprogramm, ne? Sehr viel Ruhe. Und das, ja, wie soll ich es machen? Also was heißt das für mich? Ich müsste jetzt wissen, wie du den Alltag gestaltest, wie du mit denen spazieren gehst. Ne? Ohne Leine. Ohne Leine, relativ ruhig und gleichförmig oder mit viel Action und Bewegung? Nee, eher gleichmäßig. Gut, dann das ist doch schon eine gute Basis. Dann wäre der nächste Schritt vielleicht zu schauen, fehlt ihr irgendwas? In welcher Hinsicht? Körperlich, futtermäßig, also körperlich im Sinne von, ist sie medizinisch okay? Ist futtermäßig alles okay? Man kann über das Futter unglaublich viel erreichen. Okay. Da würde ich mir die Qualität des Futters angucken, vielleicht auch schauen, ist der Hund von seinem Verdauungsapparat okay? Viel geht über den Darm. Da sind wir jetzt eher so in der ganzheitlichen Medizin, ne? So, dass ich mir anschaue, also ich würde das nicht machen, sondern ich würde das jemand machen lassen, der das professionell macht. Die Darmflora würde ich mir anschauen. Ich würde mal Leber- und Nierenwerte checken. Ich würde mir so das ganze Grundgerüst mal anschauen.
und dann überlegen, könnte man über Futter oder über Nahrungsergänzungen was erreichen. Der nächste Schritt wäre zu schauen, fehlt ihr in Bezug auf Beschäftigung irgendwas? Mhm. Ja, irgendwas, wo sie sagt, da verwende ich meine Energie drauf. Besser als dieses Gucken, landet da ein Käfer im Garten. Genau, ja. Ja. Und da würde ich im nächsten Schritt schauen, was macht ihr Spaß? Was ist ihr wichtig? Spielen. Ja. Okay. Wäre eine Möglichkeit. Da, wo es Spiel gibt, ist aber dann auch wieder Action und Bewegung. Mhm. Und da könnte es vielleicht auch eine Möglichkeit geben zu sagen, vielleicht kann ich aus einem Spiel, auch aus einem Objektspiel heraus, so ein bisschen in eine Arbeit und in eine Beschäftigung gehen. Mhm. Und das ist halt das Klassische, ist halt die Nase einzusetzen. Also in der Regel ist es so, nervöse Hunde arbeiten viel zu viel über die Augen und über die Ohren. Die sind nur am Checken, wie so ein Radar. Genau, genau. Ja, die guckt immer, ja. Genau. Und was ich dann mache, ist, ich bringe dem Hund bei, dass er auch die Nase einsetzen kann. Weil die Hunde nehmen ihre Welt in erster Linie über Gerüche wahr. Ja? Mhm. Und wenn ein Hund permanent nur mit den Augen dabei ist, dann baut er diesen Sinneskanal langsam ab. Okay. Dann verlässt er sich mehr auf das, was er sieht, als auf das, was er riecht. Über das Riechen kommen aber die eigentlich wichtigen Informationen, die dem Hund sagen, ist ein Käfer, hat in meiner Welt nichts zu suchen. Ja. Ja? Wenn es nur die Bewegung ist, die er wahrnimmt, oder das Geräusch, ja, kriegt es über diesen Sinneskanal eine Bedeutung. Das heißt, der Käfer selber hat gar keine Bedeutung, sondern der Kanal, über den der Hund die Information bekommt, macht es für den Hund so wichtig. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ja. So, dann trainiere ich den Hund wirklich darauf, die Nase einzusetzen. Und dafür ist halt Sucharbeit super. Ne? Ja, ich mache beim Spazieren mache ich immer leckerliche Sucharbeit. Nicht leckerlich. Nee. Nicht leckerlich. Das ist zu banal. Okay. Du kannst den Hund auf Duftstoffe konditionieren. Wir haben ja im Leitwolf-Training das Geocaching, da wird auf Duftstoffe konditioniert, auf einen bestimmten. Und dann hilft der Hund halt dem Menschen beim Suchen von diesen kleinen Schätzen, die im Wald rumliegen. Ist eine wunderbare Teamarbeit, über die der Hund ausgelastet ist und wirklich in eine ruhige Arbeit kommt. Und du als Halterin würdest deinen Hund mit seinen eigentlichen Qualitäten nochmal ganz neu kennenlernen. Okay. Das hört sich interessant an. So, also immer da, wo ein Hund nervös ist und über die Augen geht und seine Umwelt über die Augen wahrnimmt, bring ihm bei, dass er auch die Nase einsetzen kann. Okay. Weil bei ihr habe ich auch das Problem, wenn sie jetzt so im Wald guckt im Wild, denke ich mal, ne? Die ist nicht mehr ansprechbar. Ja. Dann sage ich, Page, genau. Dann sage ich, hier, Stups, ne? Ja. Nicht mehr. Die anderen, die gucken mich immer an, so ungefähr, aber sie schaut mich nicht mehr an. Ja. Wie viel schnüffelt sie denn von sich aus? Also der Beagle ist nur unten und sie... Dann musst du sehr, 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 sehr langsam spazieren gehen und sehr, sehr wenig Strecke machen. Wenig Strecke? Ja, dann musst du mit ihr an Stellen gehen, wo häufig Hunde markieren, wo du weißt, was weiß ich, im Wald irgendwelche Kreuzungen. Mhm. Ja? Da stellst du dich hin und sagst, du hast den Raum von da bis da. Mhm. Hier kannst du dich jetzt orientieren. Wir gehen keinen Schritt weiter, erst wenn du 2 Minuten geschnüffelt hast. Okay. Und dann bleibst du da stehen. Okay. Irgendwann wird sie merken, okay, hier ist gerade nichts, vielleicht gehe ich mal schnüffeln. Ja. Ich werde es beobachten. Genau, das ist das Wichtigste. Erstmal hinzuschauen und zu gucken, wenn ich nicht einfach stur geradeaus laufe, sondern mal 5 Minuten stehen bleibe, verändert der Hund dann sein Verhalten. Ja, ich muss auch sagen, weil ich habe das auch mal gemacht, weil sie auch zu hektisch nervös ist. Ja. Die guckt mich dann an. Also wenn ich einfach stehen bleibe, einfach mal warte, weil sie einfach zu hippelig ist und jetzt bleiben wir mal stehen, ist mal gut. Und dann steht sie da und guckt zu mir. Dann geh aus dem Blick raus und schau dahin, wo du denkst, wo sie schnüffeln könnte. Okay. Und dann gehst du mit ihr mit dem Blick und mit einer leichten Körperbewegung in Richtung Grünstreifen, in Richtung Wald, in Richtung Böschung. Okay. Ja. Gib ihr mehr Zeit, das zu erkunden, was direkt um sie herum ist. Das sind so Hunde, werden verrückt, wenn die rausgehen und gucken müssen, was ist da hinten. Ja. Die nehmen überhaupt nicht mehr das wahr, wo sie gerade stehen. Ja, genau. Und das bringt ganz, ganz schnell Ruhe in eine Gruppe und in einen Hund, wenn du einfach mal rausgehst und statt Strecke zu machen, damit man gelaufen ist, einfach nur rausgehen und sich irgendwo hinsetzen oder hinstellen und sagen, das biete ich euch an, nehmt es oder lasst es. Okay. Aber wir gehen keinen Schritt weiter, weil in dem Moment, wo du weitergehst, eröffnen sich für den Hund immer wieder neue Räume, die er checken und kontrollieren muss. Dann setze ich mich mal morgen auf die Wiese. Ja. Würde ich mal sagen. Gute Idee. Ist jetzt eine doofe Jahreszeit. Aber nee, aber das geht schon, alles gut. Passt, genau. Okay, mache ich mal. Wunderbar. Maßregeln. Ja. Unterhunden. Die Dogge, die tut gern Maßregeln. Also wenn ich was sage und der Beagle hört nicht oder er kommt nicht, ist sie mein verlängerter Arm. Ne? Also ich kann sie auch schicken, aber ich mache es nicht mehr, weil es auch schon mal zum Stumm geführt hat. Ne? Unter den Hunden? Ja. Ja, ja, ich würde sie nicht schicken. Ich würde alles, was Hunde untereinander machen, auf der Basis von einer guten Rudelordnung oder Gruppenordnung, würde ich die Hunde auch machen lassen. Okay.
Okay. Ja, aber bewusst schicken nicht, weil dann kann es sein, dass du dir künstlich Probleme ranzüchtest. Okay, aber wenn ich die Kleine rufe und Dogge holte, würde ich laufen lassen. Okay. Das würde ich laufen lassen. Dann muss man nicht eingreifen, auch wenn es zu massiv wird, weil die Dogge manchmal ein bisschen stürmisch ist, sage ich mal. Oder auch mal ganz platt gefragt, hat der Beagle es in dem Moment verdient? Nö. Nein. Was? Gemaßregelt zu werden. Ja, das schon, ja. Ja, das meine ich. Ja, auch wenn es zu massiv ist, ja. Also, ja, das ist ja die Frage, was ist für uns zu massiv und wo hat ein Hund ein Gespür dafür, was ein anderer Hund braucht, damit die Gruppe wieder funktioniert. Okay. Wir dürfen ja nicht von uns auf andere schließen. Gut. Okay. Ja? Ja. Und was noch bei diesen Beißattacken ganz aktuell war, wie gesagt, ich habe dann den Beagle dann gerufen und dann kommt er nicht, dann werde ich mal ein bisschen tiefer im Ton, ein bisschen angespannter und dann hat die Dogge eingegriffen. Und dann hat es wieder Action gegeben. Dann hatte ich mir am Anfang halt gedacht, so, ich muss immer lieb mit dem Beagle reden. Nicht, dass die Dogge merkt, ich werde böse und hat dann auch gut geklappt. Und mittlerweile ist mir gerade letzte Woche aufgefallen im Garten, da habe ich wieder mit der Kleinen geschimpft, weil sie da irgendwie nicht kommen wollte. Und dann kommt die Dogge zu mir, guckt mich an und ich so, was ist los? Und dann guckt sie, ist alles gut. Patrick schätzt mich hinter mich und lässt mich agieren. Das ist auch gut. Das ist auch ein gutes Zeichen. Ne? Ja. Sie vertraut mir, also oder traut es mir langsam zu, dass ich es irgendwie mache oder so nach dem Motto, kommt es mir vor. Ja. Ne? Klingt schon so. Ich könnte jetzt noch eine Menge viel darauf eingehen, wie das kommt, dass du den Hund rufst und er reagiert nicht. Das ist ja eine Situation, die stelle ich mir ja gar nicht künstlich her. Wenn ich weiß, dass mein Hund nicht sicher kommt, dann überlege ich mir zweimal, ob ich ihn rufe. Abholen oder mit der Leine arbeiten nochmal. Einfach um nochmal klar zu machen, ich muss dich nicht rufen. Mhm. Du musst nicht gehorchen. Ja. Ja, weil ich stelle die Regeln anders fest. Okay. Und dann fängt so ein Hund auch plötzlich an mitzudenken. Weil ansonsten lernt ein Hund, wenn die was will, ruft die. Wenn die nicht ruft, will die nichts. Und selbst wenn sie was will, habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, später. Okay, ja. Verbindlichkeit sieht dann anders aus. Ja, aber dann hast du den Hund nur an der Leine? Nein. Aber das passiert ja mal öfters, dass die dann denkt, ach, dann tue ich lieber da mal ein bisschen Scheiße fressen oder ich tue danach Mäuschen buddeln. Ne? Ja, das sind jetzt ganz viele Einzelbaustellen, die ich mir angucken müsste auf der Grundlage von, wie nehme ich die Gruppe wahr. Okay. Ja? Da müsste ich jetzt ganz tief so in mein Denken einsteigen und sagen, da würde ich dieses machen, da würde ich das machen. Ja, und mit Blick auf die Uhr ist das da können wir noch drei Folgen draus machen. Ja, ja, ja. Okay, gut. Ganz kurz, wie viele Fragen hast du noch? Wie viel Zeit haben wir noch? Keine mehr. Dann hören wir auf, fertig. Eine kurze Abschlussfrage noch. Eine Abschlussfrage? Genau. Ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Genau. Ich bin fertig. Na siehst du. Ich bin fertig. Punktlandung, super. Punktlandung. Vielen Dank. Ich danke dir. Für das informative Gespräch. Das war schön. Ja, fand ich auch. Schön, deine Gruppe aus der Ferne kennengelernt zu haben. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, das mal in Natura zu sehen. Dein Gutschein für eine Einzelstunde. Super, wenn du magst, darfst du den gerne einlösen. Ich bin hundertprozentig da. Okay, freut mich. Ja, mich auch. Hat sich der Weg gelohnt? Hat sich gelohnt. Ich glaube, du hast bislang von allen, die hier waren, die weiteste Anreise. Ja, aber das hat sich gelohnt. Schön, das freut mich. Ja. Dann sagen wir Tschüss. Euch danke fürs Zuschauen. Dir später einen guten Heimweg und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.